Also ja, Tabus, die ich jetzt halt kenne, so wenn man jetzt das mit dem Alltag im Arbeitsleben vergleichen würde, ist halt, wenn man jetzt halt von fremden Leuten oder von Kunden halt einfach angefasst werden würde. Also es gibt natürlich die Tabus, an die man vielleicht direkt denkt, zum Beispiel in der Gesellschaft Homosexualität, über die man vielleicht nicht so spricht, oder Sexualität im ganz Gemeinen. Man macht gewisse Dinge nicht, das heißt, man lügt nicht, man nimmt anderen nicht die Vorfahrt, man bestiehlt andere Menschen nicht, man kommt nicht zu spät zur Arbeit und so. Inzest zum Beispiel, ich glaube, darüber spricht niemand. Sodomie. Das ist mir gerade als Beispiel eingefallen, Homosexualität, weil ich habe heute Morgen noch einen Artikel in der Zeitung zugelesen. Also viele Leute, die sich so fühlen, verstecken sich auch. Dass man jeden Menschen, jede Art, jede Nation akzeptiert, so wie sie ist. Und dass man dieses nicht verletzt. Für mich ist es total schwer zu akzeptieren, wenn Menschen in meiner Umgebung rauchen. Ja, um ein gemeinschaftliches und friedvolles Zusammenleben zu führen, ist es natürlich wichtig, dass man bestimmte Grenzen, Tabus auch anerkennt und vereinbart. Tabus sind auf jeden Fall wichtig, finde ich, weil man muss jetzt nicht mal von Erwachsenen ausgehen, sondern einfach mal von Kindern. Kindern kann man ja eher in ihrer Privatsphäre zu nahe kommen, ohne dass man das merkt und ohne dass die Kinder eigentlich vorher merken, das ist gar nicht richtig. Ich denke, dass es wichtig ist, dass es Tabus gibt, damit man sie irgendwo auch wieder brechen kann. Also dass man Sachen hat, die man kontrovers behandeln kann. Ich denke, weil die Erziehung immer lockerer wird und man immer aufgeklärter auch ist. Die Gesellschaft ändert sich. Wir haben andere Medien, wir haben andere Mittel, uns heute zu verständigen. Wir entwickeln uns weiter, die Menschheit. Das ist so, das ist auch gut so, dass es so ist und nicht so bleibt wie früher. Wir müssen nach vorne schauen.